Welt ohne das Ich findet man unstatthaft. Man sieht es am liebsten in der Welt oder dem, was von ihr noch übrig geblieben ist. Die Welt ohne das Ich, die auch die Welt ohne die menschliche Spezies sein könnte, die Welt, bevor Menschen sie betreten haben oder nachdem sie von ihr verschwunden sind, ist gänzlich unpoetisch. Wer sagt, dass es besser sei, das zu denken, der hat sein eigenes Ich nicht wirklich elementar erschöpft. Der hat in der Tat kein Talent entwickelt, die Poesie mit dem Unmöglichen zu erschöpfen. Bereits die Welt ohne das Du ist bedeutungslos.